Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße euch jetzt kommen in War Thunder. Heute geht's fliegen, realistisch mit den Italienern RE 2005 Serie 0, weil das Ding ist auch noch nicht richtig ausgebaut und da ist es natürlich ganz praktisch, ne? Ihr seht, da fehlt noch so viel. Braucht aber eigentlich nicht so viel, also ne, gut da, 2006, 3000, ja gut, das steigert sich immer wieder mal in Stadion 4-3, aber ich sag mal so, könnte gut werden. Gut, ich habe keinen guten Booster gerade am Start, aber ich denke mir, das wird schon. Ne? Gut, auf die Schlacht, zwei Runden mache ich und ja, mehr brauche ich nicht. Ne? Also zwei Runden sind glaube ich drin, müssten drin sein, zwei Runden zumindest. Naja. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob vor diesem Video oder halt danach die Devblog News hochgekommen sind. Ja, ich wollte sie eigentlich am Wochenende hochladen, aber aus gleichen Gründen hat das dann doch nicht so richtig geklappt. Und naja. Ja, aber wir kriegen ganz schön guten Kram rein. Also, ja, bin ich sehr zufrieden mit dem, was da so kommt. Und endlich kriegen die Franzosen mal ihre Schiffe. Mein Gott, ey, das ist lange gedauert. Hat das lange gedauert, aber ich habe Bedenken mit dieser russischen Flugabwehr, die da ins Spiel reinkommt. Sehr große Bedenken. Oh, ich wollte... Doch, nee, ist kein Mixed Battle. Ich habe gerade überlegt, hä? War diese Maschine eigentlich damals? Ja, ich glaube schon. Wir sind auch auf der Karte. Na ja, gut, Hürgen, das ist so eine andere Sache. Upsi, falsche Taste. Um einer hätte ich meine Nase zerschmettert hier. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich habe gerade gedacht, hä? Ja, eigentlich wollte ich nur was anderes machen. Eigentlich wollte ich nur was anderes drücken. Ne? Aber, ja, da bin ich auf W gekommen. Ne? Nase kaputt machen. So, jetzt ein bisschen an Höhe gewinnen. Der mit der K4 hat es natürlich gut. Da, ne? Oh, kleine Runde. Sehr kleine Runde. Trotzdem. Ja gut, realistisch. Habe ich auch noch nicht so... Es gibt ein paar realistische Runden. Na, da ist die Runde richtig knacke voll. Aber so generell nur bei Fliegern, in dem hohen Rating da. Ja, kommt drauf an. Aber ihr findet wenigstens nach ein paar Sekunden eine Schlacht zustande. Nicht wie Markade, wo es mit dem Rating 5-7 schon, schon regelrecht am Aufhören ist. Na gut, also wie... Der steigt und steigt. Die Maschine ist auch noch ziemlich stock und er hat das gleiche Problem, glaube ich. Also, ja, ich muss nur aufpassen. Ich darf die... Ich weiß gar nicht, ab wann der Motor am Überhitzen ist. Ich glaube, wenn der Öl eine Temperatur von 100 Grad bei dem Ding hat. Aber es kann auch sein, dass ich mich darin irre. Immerhin, ich habe 30 Minuten Sprit. Das reicht locker, ne? Also passt 30. So. Was haben wir denn da? A1H, AM1, alle noch am Arsch der Walachei, weit entfernt. Könnte ich aber vielleicht anfliegen. Ne? AM1 kriege ich locker, die A1H könnte ich auch kriegen, wenn jetzt nicht ein anderer drauf geht, ne, darauf zufliegt. Könnte ich beide kriegen. Head-to-head? Nicht so, aber ich sag's mal so. Sowieso immer so eine Sache, ne? Head-to-head. Ne? Weil beide sind mit 20 mm ausgestattet. Ich glaube, die eine sogar mit 30 mm. Das ist schon eine ordentliche Sache. Okay. Ja, der mit der Doe ist auch, hat auch schon geschnallt hier. Die. Hä? Ist der tot? Ich sehe den nicht mehr. Hm. Also, der Teammate hier fliegt immer noch drauf zu. Daher. Gehe ich davon aus, dass der irgendwo... Ne, der ist echt tot, glaube ich. Der ist nicht mehr zu sehen. Hm. Huh. Wo ist der denn hin? Hat den wirklich komplett wegge... Ah, da ist er wieder. Okay, einfach mal so unter dem Radar fliegen, ne? Und schon wieder weg. Hm. Das haben wir gestaltet. Okay. Na, schauen wir mal. Vielleicht kriege ich auch eine Spitfire. Nur die F-82, da würde ich es eher vermeiden wollen. Weil, ja, der ist, naja, ihr wisst, wie ich es meine, ne? Tödlich, sehr tödlich. Ich darf dem jetzt nur nicht, okay, der macht Head-to-Head, das überlebst du vielleicht nicht. Oh, hat der Lack gehabt. Hat der richtiges Lack gehabt.
Muss ich sagen, hat er richtig Lack gehabt. Es hätte auch anders ausgehen können. Okay. Okay, mit einer Spitfire kämpfen ist recht schwierig mit der Maschine hier, aber ich denke mir, das kriege ich schon irgendwie gebacken. Ah, knapp daneben. Und Millimeter nach vorn. Oh, 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 oh. Nicht den Abriss, nicht den Abriss. Komm, 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 komm. Speed, Speed, Speed. Ich versuch's rechtzeitig ranzukommen. Da ist er. Ah, was ein Kampf. Ja, also das Spitfire, ne? Das ist immer so ein schwieriger Akt, das Spitfire umzulegen. Also da hast du immer Schwierigkeiten. Okay, der will's wissen. Jo, der brennt. Der brennt. Vielleicht kriegt er die Maschine noch aus. Ja, hat er auch, aber der hat trotzdem starken Schaden gekriegt. Also, ne, sein Öltank geht flöhen. Hinter mir ist irgendwas. Über mir ist die F-82. Oh, das wird ein sauberer Schuss vielleicht, oder auch nicht. Nein, Moment, Moment. Ah, shit. Shit, shit. Moment. Vielleicht. Ich glaube, die Maschine lässt sich nicht mehr retten. Nein, da kann man leider nichts mehr machen. Aber Hans ist hin. Hans? Na ja, gut, Hans wird eigentlich mit. Na, anders hat er geschrieben, aber trotzdem. Ja, das war doch schon mal was Gutes, ne? Das war doch schon mal. Spitfire-Sicht, PMP 50. Ja, ein Feuereffekt könnte die mal ein bisschen schöner machen. Aber ansonsten. Ja, immerhin. Ich bin der Einzige hier, der mit zwei Fliegern Abschüssen drin ist. Also jetzt mal. Na, okay, der hier könnte natürlich noch was rausholen, der Kollege da, also, ne. Aber wir sind nicht mehr viele. Echt, ey. Gut, der Bomber könnte noch seinen Job machen. Na, der hat immerhin 1,73 Tonnen rausgeschmissen, immerhin, das ist schon mal was. Also, schwer zu sagen, ob wir gewinnen oder verlieren. Ich sag mal gewinnen, aber das ist auch nur Wunschdenken, ne. Das ist nur Wunschdenken. Die F-82, die war perfekt über mir. Auf einem gewissen. Ich hätte früher nach oben ziehen sollen. Dann hätte ich die erwischt, aber dann hätte ich vielleicht die P-51 nicht erwischt. Und das ist dann auch schon wieder ein bisschen schade, ne? Am liebsten wäre es mir natürlich gewesen, alle beide. Aber ja, manchmal hast du es dann nicht so. Manchmal hast du dann einfach nicht so Glück. Ne? Manchmal. Ja, aber war doch schon mal ganz effektiv. Ja, gut, was dabei rumkommt, das werden wir dann als Endergebnis sehen. Auf jeden Fall. So, nochmal eine Runde. Oh, das ging aber sofort los. Ey, Leute, sonst richtig zack, bumm. Geil. Schlacht um den Rhein. Entschuldigung, ich wollte schon sagen Schlacht um Berlin. Das wäre ein bisschen schräg. Weil in Berlin gibt es kein Eckchen mit den Namen Stommeln oder Leverkusen, ne? Oder Bergisch Gladbach. Ne, Gladbach, schon Gladbach, genau. Gladbach, gutes Deutsch. Gladbach. Jeder Gladbacher würde mir jetzt hier einen drauf, sondern na gut. Das bergische Gladbach. Leverkusen, da war ich aber noch. Da war ich noch nie. Fällt mir so ein, Leute. Ich war schon in vielen Ecken Deutschlands, aber Leverkusen? Nee, da war ich noch nie. Ich wollte schon mal immer irgendwo mal ne, noch ein paar Ecken, ein paar Stände, Städte sehen, die ich noch nie in meinem Leben ne, besucht habe. Und Leverkusen? Nee. Ich kenne Dresden. Bisschen. Duisburg. Auch ein bisschen. Zweimal Berlin besucht. Das war nicht so prickelnd. War vielleicht in der falschen Ecke. Ne? Das kann sein. Manche Leute, die nach Frankfurt kommen, die sagen auch, Frankfurt ist voll scheiße. Dabei waren sie einfach nur an unserem Bahnhof oder am Flughafen unterwegs. Und dann musst du sagen, das ist nicht Frankfurt. Das sind einfach nur irgendwelche Ecken, wo die Fortbewegungsmittel sind. Ne? Das ist nicht Frankfurt, also man muss schon in die Altstadt gehen, um die kompletten Sehenswürdigkeiten da genießen zu können. Und wir haben viele Sehenswürdigkeiten, wahnsinnig viele. Was ich auch empfehlen kann, ist die Altstadt von Höchst. Na, gehört noch zu Frankfurt, im Außenbezirk. Kann ich auch noch empfehlen. Sehr viele schöne alte Häuser, so
16. Jahrhundert, wer sich da so für interessiert, ne? Da sind vieles alte Sachen, also wunderschön. Natürlich läuft da auch, wie in jeder Stadt, irgendwie mal so ein paar Gestalten rum, wo man sich so sagt, naja. Aber da darf man jetzt nicht so kritisch sein, ne? Weil, ja, das gibt's in jeder Stadt. In jeder Stadt ist immer irgendwie, wie sagt man, Gesocks unterwegs. Ist halt so. Oh, eine 84. Eine 80. Na ne, komm. Wohl. Ja. Könnte gefährlich werden. Wenn er mich Head-to-Head rannehmen will, ne? Das wird dann ein bisschen. Wie viel hältst du noch mal aus, Maschine? Wie viele Schüsse, ne? Wie kannst du aushalten? Ja, kommt drauf an, ne? Aber hier sind ganz viele AM. Das ist eigentlich. Oh, wir haben ein richtig großes Bombergeschwader hier. Ja, das wird schon. Arado? Oh, cool. Oh, der ist auch schon tot. Ach, komm, lass mir noch was übrig. Da ist eine Brücke putt. Die Brücke ist kaputt. Die ist aber noch ganz. Die ist putt, die ist putt. Die ist da auch putt. So viele Brücken kaputt. Oh, cool, der ist mit den Dotra-3. Ich mag die Dotra-3.5 nicht. Aber sie soll wohl godlike im realistisch sein. Also zumindest hat man mir das jetzt oft genug mal erklärt. Ich solle keine Angst haben, eine Do335 im Realistisch zu nutzen, weil die wäre einfach mal richtig godlike. Ah, bin ich geteilter Meinung, ne? Bin ein bisschen geteilter Meinung. Aber, naja. Der erwischt ihn sowas von. Jupp. Okay, das heißt, ja. Es wird schon wieder Spitfire. Das ist doch nicht möglich, oder? Es wird wieder eine Spitfire werden. Alter, hat er sich auch nicht träumen lassen, ne? Der hat auch bestimmt gedacht, yo, jetzt mache ich ihn nieder. Okay, eine Spitfire, einen haben wir schon mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition ich. Ich habe den Piloten bewusstlos geschossen. Oh, den Piloten! Ihr versteht nicht, was ich meine. Ach, oh, geil, Jenny. Sie dürfen wirklich nicht tot aufschreiben. Weil es halt auch wirklich Zwölfjährige gibt, die dieses Game zocken und naja, diese FSK-Richtlinien, pipapo, ne, das ist wirklich eine Katastrophe. Was macht der Typ da? Der sieht mich aber schon, oder? Ah, okay. Ah, okay. Okay. Schieb dran. Hab ihn. Haben ziemlich kritisch. Nochmal. Ah, Abschusshilfe, egal. Geht schon. So. Noch einer? Ist hier noch einer in der Nähe? Ey, ich sehe hier gar keinen mehr. Sind die alle schon tot? Oh nein, ganz weit über uns ist der Teufel los. Das bin ich. Wenn ich Pech hab, dreht er auf mich. Ne, der dreht nicht auf mich ein. Boing! Aber immerhin, ich habe ihn mir noch geholt. Ich habe ihn mir noch geholt. Ich habe ihn mir noch geholt. Schöner Abschuss. Das war schön. Ich habe ihn mir noch geholt und ich hätte sogar noch genug Munition für den zweiten, aber für den dritten, aber ja gut. Ey, das reicht ja wohl, oder? Das war auch kein schlechtes Tête-à-Tête, kann man sagen. Nein, das Tête-à-Tête war das nicht. Wer jetzt mit diesem Wort noch was anfangen kann, ich weiß ja nicht, ne? Habe ich vor kurzem wieder aufgeschnappt. Ich habe gar nicht mehr ganz gewusst, was das ist. Bis ich dann, ja, mit einer etwas älteren Generation wieder gesprochen habe und diese Person mir gesagt hat, du, naja gut, das heißt Pünktchen, Pünktchen, ne? Bienchen und Blümchen, Leute, Bienchen und Blümchen. Angeblich kommt dieses Wort, Tête-à-Tête, kommt aus Berlin. Ich bin mir nicht sicher, ich habe keinen blassen Schimmer. Ach, ist mir egal, ne? Ist mir wirklich egal. Nur witzig gewesen, ja. Das kennt kaum noch einer heutzutage. Kaum noch, bis auf gewisse Generationen, aber ansonsten. Ja, schönes Match. Oh, das letzte ging aus. Ja, müssen wir mal sehen, was da rausgekommen ist. Niederlage. Autsch.
haben es die Kolleginnen und Kolleginnen noch mal verschissen. Haben sie es noch mal verschissen. Na ja, gut, so ist halt. So, was machen wir dann da? Wir brauchen keine Bomben. Ich schätze mal, ich pack mal einen neuen Kühler rein. Das ist echt wichtig. Der ist noch ein bisschen zu. Na, die Maschine braucht wirklich noch. Die brauchen. Hab ich da die Kreuze drauf gesetzt oder waren die schon vorher? Weiß es jetzt nicht. Können wir mal kurz gucken, ob die von mir stammen? Ah, oh, die stammen echt von mir. Wow. Keine Ahnung, was ich die da aufgemacht habe. Muss schon länger her sein, also, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir das Ergebnis noch abwarten können, ne? Aber trotzdem, erstmal gucken, wie weit sind wir hier vorangeschritten. Yay, ich habe halt die verkackte Vampire. Ja, die ist auch nicht so toll, die Vampire, ne? Also, ja, also, ich sag mal so, bei den Italienern, die Jets, ich schwöre auf die Ginas, auf jeden Fall, auf die GA90er, ne? Ja, gut, die Tornado ist klar. Tornado ist logisch, ne? Auf Tornado kann man auch schwören. Aber die die F104er Modelle, sorry, aber die Witwenmacher sind wirklich nichts Tolles. Ach, stimmt ja, die haben hier eine F16, scheiße. Ja, das wird dauern. Das wird dauern, dass ich das hab. Oder ich kaufe für teuer Geld die Ariete, obwohl die ist jetzt auch nicht so der Hammer. Puh, ja, da überlege ich noch, ne? Vielleicht habe ich auch mal irgendwann zu viele Golden Eagles über und hole mir einfach eine Gina hier im Premium-Format. Da holt man natürlich eine Menge Prozent raus, ne? Andererseits, ein richtiger Talisman draufgesetzt hilft auch, ne? Ja, ich denke mir, das dauert zu lang mit den Ergebnissen. Ich schätze mal, die sind noch ein bisschen länger da in der Runde drin. Und ewig Zeit haben wir jetzt auch nicht. Ich muss ja das Video dann noch bearbeiten und alles, ne? Und, naja. Naja gut, dann machen wir mal hier Schluss. Ich hoffe trotzdem, dieses kleine Intermezzo hier, dieses kleine Scharmützel da, hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzugucken. War eigentlich nicht ganz so schlecht, ne? Hab ich ganz gut geschlagen. Ja gut, Spitfire gegen italienische Maschine, gab es das jemals? Ja, das war. Es ist nur sehr, ja, es war schon sehr witzig, dass das jetzt so zusammen Stunde, ne, so zustande kam. So, ja, trotzdem witzig. Na gut, Leute, dann ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, schöne Woche noch trotzdem zwischenzeitlich, ne, einfach mal schöne Woche so. Gerade für die Arbeiten unter euch, ne, keiner mag Montage. Ich auch nicht. Ich mag auch Montag nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist halt so, ne? Es ist halt so. Es ist halt so. So. Ja, dann könnte sein, dass die Woche noch das Update kommt. Oder nächste Woche. Oh, Ergebnis ist da. Ach, schön. Also es kann sein, dass die Woche schon soweit ist. Und ne, das Update müsste am Mittwoch sein, rauskommt. Oder am Dienstag sogar. Da behaltet einfach mal die das Forum im Auge oder generell die Neuigkeiten-Webseite von War Thunder, ne? Da wird ja auch immer alles angekündigt. Kann wirklich bald sein, dass es da losgeht. Wie gesagt, wenn die Woche nicht, dann auf jeden Fall nächste Woche, das mit Garantie. Aber ich denke, die Woche wird es schon werden. Es müsste die Woche werden. Das Wochenende war nochmal Dev-Server offen. Ein paar Stunden, Tag oder so, und ja, es ist halt Tradition bei War Thunder, ne, zwei Wochenende, an zwei Wochenende Dev Server offen und danach gibt es eigentlich meistens das Update, also können wir damit rechnen eigentlich, sollten wir damit rechnen. Ich freue mich drauf und ja gut, welches französische Schiff ich mir hole, da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher. Sind ja schöne Premium-Modelle da, also ja, wie viel Geld will ich denn wieder in die Hand nehmen? Ja, ich bin mir da selbst nicht sicher, eigentlich gar nichts, aber anders geht's wohl nicht, ne? Jo, also bis dann, Leute, ciao.